Joachim Löw hat den Vertrag bis 2018. Warum haben Sie verlängert bis 2020? Es ist ein Gebot der Klugheit, vor einem Turnier mit einer klaren Vertragsgrundlage in dieses Turnier zu gehen. Da sind in der Vergangenheit auch mal Fehler gemacht worden. Das wollte ich nicht wiederholen. Und, was meinen Sie damit, Herr Grimm? Na, die Umstände vor Südafrika, da gab es ja eine Diskussion. Und ich halte es für besser, mit einer klaren Perspektive in so ein Turnier zu gehen. Also insofern war klar, es gibt eine Vertragsverlängerung. Und dann haben Sie die Situation, die journalistischen Kollegen kennen das, dass Sie in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz gefragt werden, was ist denn jetzt eigentlich mit Jogi Löw? Wollen Sie nicht mal mit dem verlängern? Und dann kommt es darauf an, dass Sie eigentlich immer möglichst exakt die gleichen Worte wählen, weil wenn Sie da schon andere Formulierungen benutzen, dann kommen Wasserstandsmeldungen, ah, versteht sich der Präsident nicht mehr so mit dem Bundestrainer oder was ist da los? Wissen Sie, das sind überflüssige Diskussion, die braucht kein Mensch. Deswegen habe ich ja schon in Frankreich gesagt, wenn Jogi Löw es möchte, stehen wir für Gespräche zur Verfügung und habe ihm da auch alle Ruhe gelassen. Und es hat dann jetzt in den letzten Wochen Signale von seinem Berater gegeben an unseren Generalsekretär. Und dann haben wir relativ kurzfristig diese Vertragsverlängerung gemacht, weil ich finde, etwas Besseres als Jogi Löw kann unserer Mannschaft nicht passieren. Und das gilt auch für Deutschland. Aber was dann ganz interessant ist, du bist ja auch mal dabei gewesen. Ja. Was ich in dem Zusammenhang dann wirklich interessant finde, dass es dann Signale vom Berater an den Generalsekretär gegeben hat. Warum hat es denn nicht eigentlich Signale einfach von Jogi Löw an Sie gegeben? Das wäre eigentlich erstmal der kürzeste Weg. Lieber Herr Müller, Sie wissen, die beiden haben so viel zu tun, das geht nicht. Sie wissen viel besser, wie das Geschäft ist. Natürlich haben Jogi Löw und ich, und das ist, glaube ich, auch bekannt, ein sehr gutes Verhältnis. Aber auf der Ebene spricht man jetzt nicht über Vertragsdetails, sondern man spricht über eine Grundlinie. Die Vertragsdetails werden dann auf der Ebene gemacht und dann trifft man sich gemeinsam, und das haben wir gemacht. Und dann macht man sozusagen die Endredaktion und den Deckel drauf und dann unterschreibt man. Und das ist wunderbar und vor allen Dingen ist doch schön, dass es niemand gemerkt hat, sondern dass diese Gespräche in wirklich einer ruhigen Atmosphäre und ohne Öffentlichkeit stattgefunden haben. Ist natürlich auch schwierig zu merken, wenn Sie das über acht Ecken machen, so, ne? Bis wir die alle, ne? Oder du alle verfolgt hast. Ja gut, da hat es natürlich in der Vergangenheit Beispiele gegeben. Also wenn wir uns hier in München irgendwie, was weiß ich, bei einem der bekannten Lokale getroffen hätten, dann wäre es rausgekommen. Dann hätte es vielleicht eine andere Lage gegeben. Insofern wählt man dann einen anderen Weg. Also Herr Grinne, wo haben Sie sich getroffen? Bei Ihnen zu Hause, bei Jogi zu Hause in Berlin? Nein, wir haben uns, wie ich das gehört, bei mir im Büro getroffen. Und davor haben wir uns mal in Berlin getroffen, in einem italienischen Lokal, dessen Name mir entfallen ist. Ich glaube, das wird jetzt schwierig für uns, weil es gibt sicherlich viele Italiener in Berlin, das rauszufinden. Ich glaube, man muss ja auch den Zeitpunkt sehen. Ich glaube, ganz so einseitig war das ja auch nicht mit der Verlängerung. Ich weiß ja auch, dass Jogi Löw hätte sich auch zufrieden gegeben. Er ist ja ein Trainer, der erstmal die Qualifikation schaffen will und dann verlängern. Dass es jetzt wirklich direkt vor dem Bundestag war, glaube ich, war jetzt für den DFB. Und ich glaube, da ist dem Präsidenten auch ein kleiner Coup gelungen. Also, vielleicht gar unpolitisch, gar nicht so schlecht. Als ich noch Journalist war, war ich auch Anhänger solcher Verschwörungstheorien. Es ist nicht richtig. Ich habe nicht jeden Tag bei Jogi Löw angerufen und gesagt, Jogi, der Bundestag kommt immer näher, du müssen wir mal in die Hufe kommen. Sondern es war wirklich der Weg, den ich beschrieben habe. Ich hätte auch, glaube ich, ohne Vertragsverlängerung mit Jogi Löw noch soeben eine Mehrheit auf dem Bundestag zustande gebracht. Ich würde nicht über Trennungen und Ausstiegsklauseln reden. Der Jogi Löw möchte wirklich gern noch mal Europameister werden. Das fehlt ihm. Und das kann insofern ich verstehen. Ist das schon wirklich ernst gemeint, dass wir bis 2020 zusammenarbeiten wollen. Ja.